Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und spreche über die Vorhautverklebung und die Smegma-Verhaltszyste, von dem tatsächlich die meisten Eltern in meiner Sprechstunde noch nie gehört haben. Nichtsdestotrotz sind die Vorhautverklebung und die Smegma-Verhaltszyste oft Grund zur unnötigen Sorge und deshalb möchte ich Ihnen die, wie ich finde, wichtigsten Informationen hierzu geben. Die Vorhautverklebung ist in den ersten Lebensjahren physiologisch, das heißt normal, und beschreibt nichts anderes, als dass die Vorhaut anfangs mit der Eichel verklebt ist. Zum besseren Verständnis sehen Sie hier eine Skizze, bei der Sie auf der einen Seite die Verklebung der Vorhaut mit der Eichel erkennen können und auf der anderen Seite den Zustand nach Lösung der Vorhautverklebung. Im Laufe der Zeit, das heißt meistens innerhalb der ersten 2 bis 4 Jahre, löst sich diese Verklebung allmählich, mehr oder weniger von alleine, und so wird die Vorhaut frei, das heißt so beweglich, wie es dann das ganze restliche Leben über normal ist. In den ersten 2 Jahren soll an der Vorhaut nicht manipuliert werden, im Sinne des Zurückstreifens der Vorhaut mit Gewalt. Bei manchen Jungs lässt sich aber die Vorhaut völlig problemlos ein Stück über die Eichel ziehen und dann kann dieser Bereich beim Baden oder Duschen mit einem weichen Waschlappen oder auch nur mit den Fingern mit Wasser gerne gereinigt werden. Allerdings ist wegen der Vorhautverklebung das Zurückstreifen der Vorhaut in der Regel nicht vollständig möglich, was ja, wie gesagt, auch normal ist. Wenn nach dem 2. Geburtstag diese Verklebung weiterhin besteht, kann auch weiterhin die Vorhaut nicht zurückgestreift werden, was oft Verunsicherung auslöst, weil an eine Phimose gedacht wird. Bei der Phimose handelt es sich jedoch um eine Verengung der Vorhaut, sodass sie gar nicht über die Eichel gestreift werden kann. Sehen Sie dazu gerne mein Video über die Phimose an, da erkläre ich das genau. Bei einer Vorhautverklebung müssen Sie normalerweise tatsächlich nichts Besonderes machen, sondern nur geduldig abwarten. Irgendwelche Salben oder so haben keinerlei Effekt. Und jetzt noch zur Smegma-Verhaltszyste. Smegma ist die Schmierflüssigkeit, die ständig gebildet wird, um ein freies Gleiten der Vorhaut über die Eichel zu gewährleisten. Dieses Smegma wird, wie Sie es auf dieser Skizze sehen, im unteren Bereich der Eichel gebildet und kann, solange die Vorhaut ringsum mit der Eichel verklebt ist, nicht nach außen treten und deshalb manchmal eine richtige, auch große Blase bilden, die ganz deutlich zu sehen ist. Sie macht aber ihrem Kind keinerlei Beschwerden, sie wird deshalb auch meist nur zufällig entdeckt und sie brauchen auch tatsächlich nichts zu machen, vor allem auch sich keine Sorgen. Irgendwann löst sich die Verklebung bis zu dieser Blase hin und dann tritt dieses alte, meist eingedickte und bröckelige Smegma aus. Das riecht richtig muffig. Nicht wundern. Es ist günstig, diesen Bereich gut zu reinigen, um mögliche Entzündungen zu verhindern. Es handelt sich ja dann nicht mehr um eine Blase, die geschlossen ist, sondern um eine Höhle, in der sich Material befindet, in dem sich Bakterien auch mal gerne vermehren können. Von so einer Smegma-Verhaltszyste kann also durchaus auch mal eine Vorhautentzündung, eine sogenannte Balanitis, ausgehen. Durch das weitere Lösen der Vorhaut wird sich diese Höhle aber in Luft auflösen und damit auch dieses Problem der Entzündung. Jetzt brauchen Sie nicht mehr sagen, Vorhautverklebung, Smegma-Verhaltszyste, die gehört. Jetzt wissen Sie Bescheid.